Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Das ist jetzt ein ganz kleines Review, also ein Vorstellungsvideo quasi für ein Spiel, was ich selbst nicht gemacht habe, sondern LPHigh97, Link ist in der Beschreibung wie immer. Von dem habe ich hier öfter schon mal Reviews gemacht, also Spiele-Reviews. Das hier ist ein, Spiel im Cartoon-Look, was heißt quasi, es ist eins. Die Modelle, die hier noch so echt wirken, wie jetzt zum Beispiel diese Weeds hier, also die Pflanze, die sind nur Platzhalter. Ich kann hier mal ein bisschen rumgehen, also die Bäume sind ja schon quasi direkt im Cartoon-Look. Hier die dynamischen Schatten, sehr schön, der Zaun hier auch und schön hier auch der Schatten drauf. Natürlich mit der Agnex Engine von 3D Game Studio gemacht, sonst würde ich das auch nicht vorstellen, sonst würde das nicht so viel Spaß machen. 1280x720, das sind hier so die technischen Daten. Es gibt auch ein Inventar, das sieht so aus, das kann man auch wieder wegmachen. Und hier kann man sehen, was man so alles eingesammelt hat. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mal das Ding hier einsammle, weiß gar nicht, dann steht hier Garden Rubbish, quasi Gartenmüll habe ich jetzt 10 und wenn ich das jetzt nochmal einsammle, habe ich sogar 20 davon. Ja, schießen kann man noch nicht mit der Waffe, die ich hier unten rechts in der Hand halte. Und das hier sind auch noch Platzhalter, kann man vielleicht auch sehen. Und auch das hier gibt irgendwo sicher, gibt es das irgendwie hier, genau, Stil. Kann man das hier einsammeln? Ja, das kann man sogar auch einsammeln. Das ist, gilt hier als Stil. Das ist das hier. Das ist Plastik. Ja, man kann hier also quasi alles einsammeln. Und das ist später auch Sinn des Spiels. Ist quasi ein Einsammelspiel. Es sollen, glaube ich, noch Zombies... Ich darf, glaube ich, ein bisschen spoilern. Es werden, glaube ich, sogar noch Zombies eingefügt. Und, ja, und die kann man dann mit dieser Waffe hier beschießen. Und quasi ein Einsammelspiel mit Hindernissen. Das hier soll quasi noch gefährliche Ebene werden. Ich vermute mal, dass das... Oh, ich habe sogar Zaun eingesammelt. Klasse. Machen wir mal die ganze Map hier. So. Was haben wir jetzt hier? Noch mehr Stil. Und jetzt sammeln wir mal Bäume ein. Ja, das kann man eben alles einsammeln. Man kann schön sehen, die Schatten gehen weg. Und ja, Sky Cube, also ein Cube gibt es noch nicht hier, Himmel, aber das wird sicher alles noch kommen. Sounds gibt es zurzeit auch noch nicht, aber man kann eben hier schon mal rumlaufen und die Map gefällt mir soweit auch schon sehr gut. Ihr dürft natürlich gerne in die Kommentare schreiben, was ihr hiervon so haltet. Das ist auch erstmal schon alles, was ich hierzu machen werde, weil man eben quasi noch gar nicht so viel dazu sagen kann, weil die Map eben noch relativ klein ist und die Funktionen eben auch sich bisher in Grenzen halten. Das wird eben alles noch ausgebaut, aber für den Anfang ist es auf jeden Fall ziemlich gut, finde ich, und bin mal gespannt, wann die erste Demo für euch rauskommen wird. Und vielleicht gibt es mittlerweile auch schon, ich weiß es nicht, einen Shop von Heiko, also LPHigh97. Der Link wäre dann in der Beschreibung, ein Modellshop, wo man Modelle kaufen kann, aber vielleicht kommt das auch noch. Mal sehen, mal sehen. Das wäre es auf jeden Fall schon wieder. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und bis dann. Ciao.